Die Mannschaft ist jetzt vollzählig. Es ist so, wir haben einen relativ großen Ballon und meistens gehe ich als Erster raus. Wir werden dann hochgehen, versuchen rüberzufahren zum großen Schauplatz, weil dort findet noch eine Taufe statt. Und die findet um 11 Uhr statt bis 10 nach 11. Und sozusagen Viertel nach 11 ist eigentlich Startfreigabe. Und tiefer gehen, versuchen Richtung Oberstdorf und dann nochmals hochgehen und dann Richtung Schweizer Grenze da, zu fahren, also nach Hittisau oder Oberschaufen. Sehr wahrscheinlich so zwischen 2000 und 2500 fahren, aber oben sind relativ schnelle Winde angesagt, also theoretisch auf 3000 Meter in einer Stunde am Bodensee, aber Bodensee ist zurzeit zu und es hat relativ schnelle Winde dort. Ja. Ich sage immer, lasst euch Zeit, ihr wisst nie, wo wir runterkommen. Wie findest du denn diese Veranstaltung hier? Prima. Ja? Wie lange? Immer was los. Wie lange bist du schon hier? 10 Tage. 10 Tage. Wie lange bleibst du noch? 7. 7. Ah, ja. Noch 5 ja. Jetzt. Ist das hier für dich Urlaub oder musst du hart arbeiten? Ja, Urlaub und hart arbeiten. Ah, beides zusammen, ja. Gibst du uns gleich frei oder wie läuft das jetzt? Oder bleibst du hier dran hängen? Nee, ich gebe frei, sobald der Pilot sagt, loslassen. Genau. Muss erst die Spannung bei euch da drüben? Ja, ich werde im Geht schon? Wir sind tief. Ihr seid ja schon Semi-Profis, ja? Jetzt die vierte Fahrt oder wie ist das? Die dritte jetzt. Na, ist das schon mal was? Sag mal, ist das schon mal vorgekommen, dass einer mit seiner Begleitung sich am Korb verfangen hat und dann aus Versehen mit hochging? Nee. Noch nie vorgekommen? Na, ein Glück auch. Die lassen vorher los. Und die Piloten passen alle gut auf? Ja. Du bist ganz cool hier, ja? Kennt sich hier gut aus. Du, ich kenne das schon ein bisschen, ja. Schon ein paar Mal mit oben. Otti, wie siehst du denn die Sachen hier? Naja, ich bin doch etwas nervös und aufgeregt. Ja? Herzklappen flimmern? Ja. Start! Und tschüss. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ja, was für ein tolles Bild, ja? Bist du mit dem Start zufrieden?
Mit dem Start, ja, es war windstill und wir konnten da mit einem Meter schön wegstarten. Ja. Und in den unteren Schichten hatten wir jetzt so 120 Grad bis 160 Grad, auch sehr langsam. Und jetzt sind wir doch 100 Meter über Grund, haben 8 km/h Richtung 280 Grad und sind jetzt im Ausgleich, werden jetzt ein bisschen runtergehen und dann schauen wir, ob wir da zum Platz runterkommen. Meter pro Sekunde. Runterbumsen auf den Startplatz, wenn wir wollen. 22 km/h. Okay, oben geht es mehr rechts. Hier unten haben wir jetzt mehr links, 290 Grad mit 20 km/h. Wir steigen noch mit 1,5 Meter. Ich muss ein bisschen schauen. Die Schichtungen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, die einen fahren nach rechts, die anderen nach links. Und da muss man immer ein bisschen schauen, wo die Ballone sind, weil wir doch sehr nahe zusammen sind. Ja. Aber das ist das Schöne beim Ballonfahren, mit dem Wind ein bisschen zu spielen und die richtige Richtung zu finden. Wie hoch sind wir jetzt, René? Wir sind jetzt auf 1500 Meter. Ja. Oder in Fuß sind wir auf 5000 Fuß jetzt. Okay. Also rechts, da in der da Ecke weiter rechts. Da hoch. Da die Straße siehst du von Schattwald, ja. Geht die Straße hoch, ja. Um die Ecke. Genau. Wie lange dauert das, bis man mit dem Ballon fahren kann selber? Ja, also ich bin selber auch Fahrlehrer, also Ausbildner. Und wir sagen eigentlich, mindestens ein Jahr solltest du lernen, weil dann hast du alle Jahreszeiten zum Ballonfahren. Also ich sage, zwischen 1 und 2 Jahre geht die Ausbildung, bis man abgeschlossen hat. Sollte so abgelockert sein. Position Oberjoch. Und Oberstaufen wäre 278 Grad. Also wir fahren jetzt in dieser Höhe genau auf Oberstaufen zu. Also mit 28 km/h musst du als Radfahrer schon ganz schön treten, ja? Ja, das ist so. Ja. Auch die Nachfahrer, die haben natürlich mehr Strecke als wir. Wir haben Luftlinie. Und die Nachfahrer, die haben auch zu tun. Ja. So, der sitzt ja gleich auf. Gleich ist er unten. Ja, ist schon eine tolle Sache. Also die Landschaft hier von oben zu sehen. Ja. So fast geräuschlos durch die Luft zu. Und vor allen Dingen die hohen Berge auch von oben sich anzuschauen. Ja. Wir fahren da Richtung Oberstaufen da vorne und sollten etwa in 20 Minuten in der Nähe sein. Wie schnell fahren wir über Grund? Jetzt haben wir 32, 33 km/h, 8600 Fuß.
8600 Fuß sind ja, in Metern ungefähr. 2600. Aber noch raufgelaufen. Also ich habe mir aber in die Hose geschissen. War es rauflaufen? Bist du raufgelaufen? Also da über, der, das, Über die Tierwies ging es dann. Über die Tierwies wieder. Ja, ja. Und nachher nach Runde nach Bregenz geht. Also ja. Man sieht schon Bregenz, da unten sieht man es schon ganz leicht. Und hier sehen wir noch einmal Oberstaufen. Ja, und vor uns, am Horizont, der Bodensee. Oberreute. René, gehst du dann vor Oberreute runter oder hinter Oberreute? Also wir fahren jetzt weiter Richtung Oberreute und werden auf hohe Oberreute werden wir dann runtergehen und schauen, wie es unten aussieht, ja. Ob es mehr rechts oder links dann abdreht, okay. Und auch wie die Windgeschwindigkeiten dann aussehen. Okay. Weil wir sind jetzt an der Kante von der Wolkendecke und werden jetzt rüberfahren, wo es frei ist und dann werden wir absteigen. Sag mal, Werner, wie war das eben mit dem Absteigen und Aussteigen? Oder das habe ich nicht so ganz mitbekommen? Ja, also bevor wir aufsteigen oder aussteigen, wir steigen mal ab und dann steigen wir eben wieder aus. Oh, das ist eine gute Idee, ne? Ja. Wir sinken. Und wir halten uns auch an den Plan. Erst absteigen und dann aussteigen. Genau so ist es. Ein Tablet. Da, ja. Landet. Welche Richtung drehen die? Und hier? Ist das ein Beruf? Der drüber auch. Ja, wir gehen hinten rum. Ja, genau. Ja, ja. Ein paar Meter noch. Wir sind drüber. So, 15, 6, ja, jetzt sind wir noch nicht durcheinander. Komm schon. So. Super. So, jetzt kannst du mir noch ein bisschen helfen. Ziehen da. Ja. Ziehen, 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 ziehen. So. Raus? Weil sonst gibt es einen Spinnacker, weißt du? Ja. Okay, gut, alle raus. Wuhu! Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit im Ballon gestanden. Und jetzt müssen wir auf einmal hier aussteigen hier, merkwürdig. Aber es war eine schöne Sache. Ein Erlebnis. Ähnlich bei Action. Was ist? Für jeden zu empfehlen. Doch. Susi? Ja. Hat Spaß gemacht? Oh, es war traumhaft schön. Es war echt ein Erlebnis. Herrlich. War Abenteuer jetzt, ja, ne? Ja. Die Landung, es war doch in Ordnung. Ja. Habe ich alles auf Bild festgehalten. Gut, ich... Standardsend. Die Abenteuer des Ballonfahrers René mit seiner Mannschaft hier. Ja. Alle sind froh und gesund. Da oben über den Berg sind wir da gekommen, über die Kante. Ja.
Hat man von oben gar nicht so gesehen, dass es hier so abfallend ist. Aber in Namibia vor 3 Jahren sind wir direkt auf dem Anhänger gelandet. Ja, ja, ach, gut, was? Da ist natürlich der Spitze. Am Morgen früh hast du da schön einen Kalksee und dann kannst du wirklich aufsetzen. Ja, ja. Ja, das ist so. Aber hier, wir haben einen Kaltwind, das merkst du ja auch. Mhm. Und der kalte Wind geht eben bis auf den Boden. Mhm. Das ist das Problem. Gerade absetzen können. Aber so habe ich schon gewusst, dass du da... Wir sind ja nicht rausgepurzelt. Wir waren ja genug Leute hier drin. Ja, ja. Eben darum, den Kopf schön ins Köpfchen rein und dann ist das alles safe. Ja. Super Fahrt. Ja, was ist das? Sehr schön. Und wir sind wieder am weitesten gefahren. Bist du mit der Fahrt insgesamt zufrieden? Sehr. Super Fahrt. So wie gedacht. Also die Prognosen, Windprognosen waren perfekt. Also 1-2 Grad Differenz, aber gemäß dem Wettermodell hat es genau gepasst. Und ja, eigentlich mein Ziel war Tal, das ist etwa 500 Meter von hier entfernt. Ja. Das war eigentlich mein Tagesziel heute. Und ja. Aber 500 Meter bei der Strecke ist doch eigentlich gut, oder? Das ist sehr gut, ja. Muss der Ballon noch mal ausgepackt werden zum Trocknen? Der läuft sowieso. Ja? Reingepackt und dann haben wir schon mal aufgestellt. Übrigens, der René ist ein Kollege von dir, ne? Chemiker, habe ich gerade gehört. Ja, genau. Ach. Ja, das war ein wunderbares Erlebnis hier. Die Fahrt hierher. Wir dicht an die Grenze nach Österreich und an die Schweiz. Der Bodensee ist ja hier gleich um die Ecke. Und ich muss sagen, da oben ist ja kaum Wind und die Sonne scheint, ja, und da wirst du ja richtig warm. Und der Brenner auch noch von oben. Ja. Da muss man aufpassen, dass einem hier unter der Mütze nicht die Nackenhaare abgesenkt werden. Ja gut, ist ein bisschen übertrieben. Aber jetzt hier unten, wo der kühle Bodenlift weht, muss ich mir jetzt schon die Handschuhe anziehen. Es wird doch frisch, ja. Ja. Da oben die ganze Zeit war mir sowas von wunderbar warm. Der Werner hat sich zwischendurch mal die Mütze abgesetzt. Also ich muss sagen, war toll. Naja, und das schöne Stück da. Wie sagt der René, kommt immer mal vor, ne? Guck dir die Schleifspur an, von dem Misthaufen, von da oben, ja. Ja. Gut. Der René meinte schon, aufpassen, Misthaufen kommt auf uns zu. Aber wir sind drüber hinweg. Und zwar hier lang. Hier aufgesetzt. Wir standen schon und dann kam hier noch mal ein Bodenwind und drückte uns dann zur Seite und zog uns dann, ja, ich schätze mal 30, 35, vielleicht 40 Meter den leichten Abhang hinunter. Wir hatten ja schon aufrecht gestanden, ja, ja. Und dann kam noch mal ein Schwung, ein Wind, und dann hat uns weggezogen, ja. Richtige Schwerarbeit hier. Und dann müssen alle mal drauf sitzen. Jo. Ja. Ja. Zufall, mal loslassen. So. Noch was drauf sitzen. Gleichgewicht. Tippen da, tippen, so. Gleichgewicht.
am Korbberg. Das ist ja eine Aktion. Ja, das geht ja. Und ihr hier, ihr beide, seid ihr zufrieden, ja? No. Ja, Werner? Ja, absolut. Ja, euch hat es gefallen, denke ich, ja? Mega, natürlich, klasse. Das war ein Abenteuer, oder? Ja. Ganz Wiesbaden, da sind wir dann immer hingelaufen und dann... Da rein Auto. Hunger und Durst, genau. Da ist etwas rum, die Frau noch. Schön frisch hier. Ja. Das sind Meisterschaften. Präzision. Präzision. Ja. Nicht weite Präzision. Präzision. Dass ich da heute nur 500 Meter ans Ziel rankam, ja, wäre das schlecht. Ah. Also wir fahren da auf den Zentimeter. Oh. Im Extremfall. Okay. Also die Messbereiche sind so bei 30 Meter. Oh. Und außerhalb 30 Meter wird elektronisch ausgemessen. Okay. Innerhalb von 30 Metern wird mit dem Messband ausgemessen. Das ist aber hart. Ja, wird Zeit zu verabschieden. Ja. René. Ja. Herzlichen Dank. Danke euch. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ja. Danke. Gern geschehen. Vielen Dank. Wirklich Spaß gemacht. Hat es total. René, ja. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Super. Ja, wir haben zu lange durch. Ja. Gerne. Werner. Ich herzlichen Dank. Ja. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Gut gefahren. So, immer Dankeschön. Ja, es kommt. Zeig mir so aus.